So, ihr Lieben, bevor ihr euch das Video jetzt anschaut, habe ich noch was ganz Spannendes für euch. Und zwar, wir sind mal wieder bei einem Livestream angelangt. Warum sind wir das? Wir hatten kurz vor Weihnachten im Dezember unseren ersten Livestream, sehr erfolgreich, hat mega Spaß gemacht für uns alle. Und zwar, warum hatten wir das? 5000 Abonnenten. Ihr könnt jetzt mal raten, was jetzt ist. 10.000 Abonnenten. Ich finde das Hammer. Wirklich, wirklich toll, dass das immer so weitergegangen ist, dass ihr abonniert habt, dass ihr unseren Kanal wirklich schätzt und das finden wir großartig. Tatsache ist, wir wollen das Ganze am 23.05. starten. Das ist ein Sonntag und zwar gegen 11, sagen wir mal vorsichtig, starten wir das Ganze. Soll gehen, grobe Richtung vielleicht bis 13 Uhr, je nachdem, was los ist, auch länger selbstverständlich. Und eine ganz spannende Sache, wir werden wieder eine Verlosung haben. Diesmal wollen wir mal gucken, ein paar Lautsprecher natürlich. Wir wollen Verstärker mit am Start haben, ein bisschen was Spannendes am Start haben für euch. Deswegen auch jetzt schon mal abonnieren, das wäre natürlich toll, dass wir es schaffen. Wenn wir es nicht schaffen sollten, wir sind jetzt ungefähr bei 9.500 Abonnenten, wenn wir es nicht schaffen sollten, wird das gleiche eine Woche später, praktisch gleiche Uhrzeit, stattfinden. Also, das ist eine spannende Geschichte, hoffe ich für euch, für uns wird es das auf jeden Fall werden. Wir freuen uns auf euch am 23.05. 11 Uhr, seid mit dabei und wie gesagt, Frage-Antwort spielen, wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fidelity. Moin, hi. Genau, Demi, Hajo. Wir haben Folgendes vor. Wir haben am Freitag ja ein Video rausgebracht, wo wir den Raum hier so ein bisschen beschrieben haben. Wir haben euch auch erklärt, Demi besser gesagt hat euch erklärt, wie man die Akuya und die Pearl von Cabas einrichtet. Euch die App mal ein bisschen näher gebracht. Und wir hatten euch am Freitag versprochen, dass wir Sonntag, heute, einen Vergleichstest machen. Genau das haben wir vor. Wir haben Musik ausgewählt für euch, zwei verschiedene Stücke. Wollen praktisch hören, wie angekündigt, Stereo. Wir wollen mal hören, Mono, eine Box. Wie klingt die eigentlich allein? Ist das auch noch toll? Reicht das eigentlich für einen Raum? Oder sind zwei tatsächlich eben halt der Weisheit letzter Schluss? Da wollen wir heute im Ganzen ein bisschen auf den Grund gehen. Und Timmy, du hast Musik ausgesucht? Ja. Und zwar Folgendes. Wir haben zwei Stücke ausgesucht, damit es auch von der Genre so ein bisschen unterschiedlich ist. Eins, was ein bisschen poppiger, Elektro-Sound ist auch mit dabei. I Am Daylight heißt der Interpret und der Song heißt Hit the Beat. So, und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz checken, wie wir anfangen. Wir fangen auf jeden Fall mit den The Pearl Akoya, mit den kleinen an. Mhm. Sollen wir das Ganze erstmal als einzelnen Speaker machen oder schon als Stereopaar? Nö, wir wollen es ja steigern. Also ja. Würde ich sagen, einzelner Speaker. Okay. Akuya, einzelner Speaker, dann auch die Pearl. Ja. Und dann machen wir das Gleiche wieder, aber in Stereobetrieb. So machen wir das, okay. No? Dann fangen wir jetzt mit einem The Pearl Akuya im Einzelnen an. I got it.
Und jetzt als zweiten Song, damit wir auch eine andere Genre haben, Ian Post oder Ian Post mit dem Song Du Da. Na dann los. Jimmy, was hast du? So, kleines Resümee bis hierhin. Wir haben jetzt einfach mal einen einzelnen Akoya-Speaker gehört und einen einzelnen The Pearl-Speaker mit beiden Songs. Ja, ganz grundsätzlich, das war eigentlich recht einfach. Mhm. Also der große Lautsprecher klingt etwas größer, bassiger definitiv. Wobei ich auch sagen muss, dass der Akoya mir richtig gefallen hat in diesem Raum. Also super spielfreudig, hat super Spaß gemacht und mir hat es an nichts gefehlt. Also das, was jetzt der The Pearl mehr gemacht hat, habe ich in diesem Raum zumindest nicht unbedingt gebraucht. Ja. Muss ich ganz klar so sagen. Was haben wir hier für eine Größe? 35? Nee, 30 ungefähr. Ja. 30 Quadratmeter. Reicht dicke. Vollkommen. Also ist bei mir genauso, die Akoya, die fing ja an. Wir haben mit der Akoya begonnen. Fand ich klasse, fand ich mega, toller Bass. Also übrigens so gut, dass wir den Raum nochmal anfassen müssen. Das haben wir gemerkt, der bewegt nämlich hier richtig was drin. Und dann haben wir auch ein kleines Vibrieren hier gehabt. Also da kann ich nur sagen, schnallt alles fest bei euch, wenn ihr sowas euch gönnt. Weil die kann ganz schön Druck entwickeln. Und Das mit so einer kleinen Kugel finde ich mördersmart. Wir haben es noch nicht erwähnt, ich kann es jetzt mal schnell erwähnen. Und zwar die Preise, das mache ich jetzt einmal kurz zwischendurch. Tut mir leid, hätten wir am Anfang machen müssen. Die Akoya liegt bei 14,90 das Stück, also rund 1,5, Stativ dazu 300. Die The Pearl liegt bei 2.790, rund 2,8 und das Stativ liegt bei 400 das Stück. Also es ist auch schon eine Geldausgabe, aber ihr müsst bedenken, ihr holt euch ja keinen Verstärker dazu, sondern ihr seid praktisch komplett. Ihr habt euer Tablet, ihr habt euer Phone und legt damit los praktisch dementsprechend. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich smart. Und wenn man sowas im Raum hat, das nimmt wenig Platz weg, das Ganze. Und dafür, also der Spaßfaktor, möchte ich vorwegnehmen auch, fand ich mega. Ja. Bei beiden Boxen natürlich, aber bei der Akoya auf jeden Fall auch hoch, der Spaßfaktor. Sehr hoch. Ja, also wie gesagt, alles in einem. Ne? Verstärker, Streamer und Lautsprecher in einem. Also deswegen ist das auch gerechtfertigt dann vom Preis. Wenn man sich alles extra kaufen würde, würde man auf dieselbe Endsumme ungefähr kommen. Genau, mit dem Klang auf jeden Fall, denke ich mal. Genau. Das denke ich auch, da müsst ihr Geld für ausgeben. Jetzt machen wir weiter mit Stereo. Genau. Wir bauen um und sind wir gleich wieder da. Wir hören wieder den ersten Song. Genau. Und zwar Stereo und die Akoya. Damit beginnen wir, ne? Okay.
Jetzt nochmal die The Pearl Akoya mit dem anderen Song von Ian Post als Stereopaar. Jetzt nochmal die The Pearl als Stereopaar mit dem Song von Ian Post. Thank you.
Hajo, du bist dran. Ich bin dran. Also, ich würde es mal so beschreiben. Die Akuya, die macht richtig Schub und dagegen macht die Pearl Raketenschub. So würde ich es beschreiben. Mhm. Also die ist Wahnsinn, die kleine, die Kugel. Ist unglaublich. Die will das auch richtig beweisen. Die wirkt fast kräftiger im ersten Moment als die große, was sie definitiv nicht ist. Aber sie spielt das so ein bisschen aus. Sie ist so abgestimmt mit dem Motto, ich bin zwar klein, aber ich zeige mal richtig, was ich kann. Mhm. Und das macht die wirklich ganz imposant für meinen Geschmack. Also ich finde, das ist so eine, auch eine Wohlfühlbox. Also du machst die an, das hatte ich dir eben noch gesagt, und du bist sofort in der Musik. Du hast coole Musik ausgesucht, Dimi. Und das ist so, das ist gute Laune Musik, finde ich. Und das macht auch gute Laune. Es macht auch mit der gute Laune. Da ist auch nichts, wo ich sagen würde, ja, tolle Höhen, tolle Bässe, aber dazwischen ist nichts. Nein, das ist stimmig für mich. Und ein toller Sound für Aktivlautsprecher, Kracher, wie gesagt, von der Einrichtung, es passt wirklich wahrscheinlich bei vielen rein, aber es ist Geschmackssache. Die Box wird 100% polarisieren, aber nicht unbedingt vom Sound her betrachtet. Das, glaube ich, polarisiert gar nicht so sehr, sondern ganz klar die Optik. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde das ein Hingucker, ich finde das super modern, ganz, ganz toll, toller Sound. Und für, was hatten wir gesagt, 3.600 € als Gesamtset mal mit Stativ, mit allen drum und dran, kriegt ihr unglaublich viel HiFi, unglaublich viel Musik. Ja. Ich bin völlig bei dir und ich würde das mal so vergleichen, die Akoya ist für mich so der kleine Bruder, der sich beweisen muss gegenüber dem großen Bruder, aber es auch tut, der sich auch beweist. Ja. Und der große Bruder wiederum, quasi, ja, souverän, so das Ganze dann einfach locker nochmal macht. Ja, genau. Sagt, okay, das Gleiche kriege ich auch hin, aber das Ganze nochmal viel entspannter. Ich bemühe mich dafür nicht so sehr, ne? Genau. Ja, und, genau. So würde ich das vergleichen und also der Unterschied war für mich, dahingehend, weil also die Akoya, die hat einen super Job gemacht, hat mich vorrangig beeindruckt, muss ich sagen. Die hätte ich auch am liebsten gerne zu Hause gehabt. Macht mir super viel Spaß und die größeren machen das Ganze einfach noch etwas lockerer. Der größere Unterschied war für mich aber von Mono oder einen einzelnen Speaker auf, jeden Fall. Auf ein Stereopaar. Das war noch viel gravierender. Absolut. Da hatte ich dann schon das Gefühl, als ich Stereo gehört habe, dass ich schon keinen Bock mehr habe auf Mono. Ja. So groß war der Unterschied. Stereo hat super viel Spaß gemacht bei beiden, sowohl bei Akoya als auch bei der großen The Pearl. Also was man sagen könnte, ist, glaube ich, es hat ein bisschen den Raum zu tun, den ihr habt, den ihr bespielen wollt. Habt ihr zum Beispiel im Wohnzimmer 40 Quadratmeter, würde ich tendenziell mit Sicherheit die große nehmen, The Pearl. Warum? Die kann einfach locker spielen. Ihr habt Reserven, bis der Arzt kommt. Die Akuya werdet ihr wahrscheinlich dann schon ein bisschen an die Grenzen bringen, wo ihr sagt, Mann, immer noch super, aber ihr habt kaum noch Reserven, 40, 50 Quadratmeter. Ich würde es vom Raum abhängig machen, so ein bisschen, was wähle ich aus? Nicht nur vom Portemonnaie, das muss man zwangsläufig natürlich, aber der Raum ist ganz kriegsentscheidend. Für den Raum hier, wir sind jetzt bei 25, 30 Quadratmeter, was wir sagten, also Akuya. Finde ich reich. Also für mich als Spaßfaktor wird das reichen. Wohlgemerkt, größerer Raum, größerer Lautsprecher. Was mir auch aufgefallen ist, und da wirst du mir auch zustimmen, wir sind ja so ein bisschen auch audiophil ausgerichtet, wir beide, und wir hören schon gerne klassische passive Anlagen. Und da fand ich, war das schon ein Unterschied. Es ist nicht so wie eine klassische passive Anlage. Die klingt nochmal audiophiler, aber wer sich das holt, der braucht das nicht zwingend so. Nee, genau. Nicht, dass es nicht audiophil klingt, aber es ist schon ein Unterschied da. Ja. Und diesen Unterschied habe ich gerade bemerkt, aber es hat mir trotzdem mega viel Spaß gemacht. Und für den Verwendungszweck zu Hause und durchaus mal eine Party schmeißen und trotzdem in guter Qualität, also nicht einfach nur Wumms, das finde ich auch. War das super cool. Ich kann mir auch noch mal zusätzlich vorstellen, jetzt speziell die Großen, ein riesengroßer Raum, vielleicht sogar ein Loft. Mhm. Und klar wird es hallig klingen, aber es wird trotzdem ziemlich cool. Mega. Ich könnte sie mir auch bei uns im Raum hier, in dem großen Verkaufsraum, richtig gut vorstellen. Ja. Einfach mal laut drehen, ein bisschen Party machen. Ja, das wird die bringen. Ja. Also für große Räume, Loft-Studios, kann ich mir sie sehr gut vorstellen. Mhm. Cool. Ja, das war doch super interessant wieder. Finde ich auch. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und wir werden in dem Raum noch einiges in Zukunft zeigen. Wartet da ein bisschen ab, das wird so im Verlauf der nächsten Wochen passieren. Ja. Und drückt auf jeden Fall auf die Glocke, wenn ihr abonniert, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und dann freuen wir uns auch auf einen Kommentar und ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis dahin, ciao. So, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Wir haben noch eine Sache in eigener Sache sozusagen. Und zwar, wir suchen als Verstärkung in unserem Team einen Logistiker, einen Lageristen.
Und wenn du dich angesprochen fühlst und was ist die Aufgabe, die du übernehmen sollst bei uns, ist praktisch das Lager zu führen. Das ist sehr übersichtlich, es ist also keine riesige Halle, da musst du keine Bedenken haben. Wir müssen oder du musst natürlich dementsprechend Speditionsaufträge bearbeiten, DHL musst du fertig machen und so weiter. Alles kein Hexenwerk, aber es ist gut, wenn du es gelernt hast. Oder ihr kennt jemanden vielleicht, der dementsprechend auch Lagerist, Logistiker ist, wo ihr sagt, Mann, Fidelity, das sind gute Leute da. Haut den an, vielleicht möchte er sich bei uns bewerben. Bewerbung unter, oben angezeigt, Lukas blendet es ein. Wir würden uns freuen, wenn das auf diesem Wege klappt. Und jetzt aber endgültig, das Video ist vorbei. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.